Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, die diesmal wieder von meinem Vornamensvetter Wilfried bestritten wird. Die bisherigen Videos mit ihm verlinke ich euch. Wilfried ist eingefleischter Märklin-Fan und hat außerdem viel Spaß am Fahren, während das Bauen eher in den Hintergrund tritt. Heute stellt er uns unter anderem den längsten Zug mit 60 Wagen vor. 60 Wagen. Die sind also praktisch alle die, die nötigenfalls drauf fahren können, wenn man das so eine Anlage dafür hat. Ne? Die ganze Nummer, ne? Da kommt der Laden. Neben den Fahraufnahmen der Züge ist heute ein besonderes Highlight an der Reihe. Wird das Krokodil es schaffen, die Kehrtwende zu verlassen, ohne dass die Lok die Wagen berührt oder gar umwirft? Lasst euch überraschen! Für Wilfried war dies eine Herausforderung. Er liebt solche Dinge, die für ihn über dem eigentlichen Anlagenmodellbau stehen. Ihr werdet sehen, dass sich das Ergebnis sehen lassen kann. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zusehen, wie Wilfried es beim Bauen gehabt hat. Die beleuchteten Eisenerzwagen sind vielleicht nicht jedem von euch bekannt und deshalb zeige ich ein paar Bilder davon.
In der nächsten Folge habe ich wieder spannende Themen für euch. Lasst euch überraschen. Michael, ein erfahrener Modellbauer, wird wieder ein paar nützliche Tipps geben und ich werde euch eine ganz besondere Modellanlage vorstellen. Die Anlage geht über insgesamt 3 Zimmer.